die zweite Uraufführung, die wir verpasst haben. Aber jetzt kommt die erste richtige Uraufführung. Sergio Cárdenas, ein mexikanischer Komponist, der aber auch selbst in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, er hat für uns schon einmal etwas geschrieben. Wir brauchten ein schräges Stück Musik für unsere CD Round Midnight. Das war vor ungefähr 6-7 Jahren. Und er hat ein Rap geschrieben. Das war für uns unbekanntes Terrain. Genauso unbekannt wie das Werk, was wir jetzt gleich spielen werden. Und Sergio Cárdenas hat uns da damals sehr viel neue Inspiration gegeben. Und wir konnten sogar unseren Chefdirigenten als Rapper gewinnen. Und falls Sie tatsächlich das noch nicht gehört haben sollten, dann darf ich Ihnen das gleich anempfehlen. Round Midnight. Ich hoffe, die CD ist überhaupt noch im Handel. Gut. Und jetzt die Berg. Mexiko, da stellt man sich alles andere vor, also alles ist dort anders, als es bei uns gewohnt ist. Und so ging es uns dann auch, als wir das Werk aus unserem Fundus hervorholten. Er schrieb es nämlich damals gleich, praktisch gleichzeitig mit dem Rap, nur wir haben es damals nicht verwendet und es verschwand wie vieles in der Versenkung und wurde eben durch unser Konzert heute Abend dann entdeckt sozusagen und wir haben uns freudig auf die Pulte gelegt und begonnen zu arbeiten daran und Gott sei Dank kam Sergio Cárdenas noch rechtzeitig aus Mexiko angereist, um zu sagen, wie wir das denn zu spielen haben. Er sagte nur, mit der Hüfte. Steife Mitteleuropäer sowas hören, dann wir denken an neue Hüftgelenke oder an Gelenke. Aber wie wir sowas mit der Hüfte schließen sollen, gerade wir Cellisten, wir müssen ja immer auch nicht fest auf dem Stuhl sitzen. Also ich habe nur die Hoffnung, dass wir das einigermaßen schaffen. Dankeschön. Huapangos, falls Sie den Zettel nicht sehen. Bitte das Mikrofon anstatt.
können Sie es denn überhaupt hier aushalten, hier in dem Berliner Winter, oder fahren Sie morgen gleich wieder? Naja, also wenn Sie so schön spielen, dann ist es schon wieder da, liebe ich.